Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donut County. Wir sind wieder 999 Meter unter der Erde. Unsere Stadt wurde von Löchern gefressen und wir sind anscheinend dafür verantwortlich. Behaupten zumindest die anderen. Wow, BK, das sind wir vermutlich. Willst du damit sagen, dass du dich in einen Vogel verliebt hast? Yep. Ist das legal? BK, es geht nicht um den Vogel. Es geht um den Vogel. Mira, es geht definitiv um den Vogel. Ach, das ist hoffnungslos mit dir. Okay. Hä? 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 Hoffnungslose? Wir sind alle hoffnungslos. Er ist jetzt französisch halt so. Coyote? Ich dachte, du bist in die Wüste gezogen. Bin ich auch. BK musste auf Leute abgesehen haben, die Pech haben. Coyote, du bist doch der ursprüngliche Besitzer des Donut County Donut Shops, oder? Schweres Wort. Yep, aber er ist pleite gegangen. Als diese Waschbären in die Stadt kamen. Ich hab den Job an die Waschbären verkauft. Ich kann gar keinen französischen Akzent, glaube ich. Jeder Franzose hasst mich gerade. Ich hab den Job an die Waschbären verkauft und bin in die Wüste gezogen. Oh nein, tut mir leid, Coyote. Kann man nichts machen. Das Leben eines Coyoten ist wie eine traurige Country-Melody. Country Road, take me home to the base. Habe ein bescheidenes Leben geführt und Gemüse verkauft. War halt meine Art, den Leuten was zurückzugeben. Keine Ahnung, ob das Französisch ist. Gar keinen Plan. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir essen jetzt erstmal Steine zum Frühstück. Kennt man. Ey, es ist so extrem warm, Leute. Ich kann... Ihr glaubt es mir nicht, aber es ist heute schon wieder... Hallo? Es ist heute schon wieder viel zu warm. Oh, Mais, wichtig. Lecker. Wir haben einfach 26 Grad draußen, glaube ich. Ist der jetzt da auch noch runter oder nicht mehr? Es ist erst hier hinten ein bisschen was. So, wenn das nicht runter will, dein Problem. Nicht meins. Ihr merkt vielleicht auch schon an den, Mikrofoneinstellungen. Ah, hier. Oh, Popcorn! Ihr merkt vermutlich schon an den Mikrofoneinstellungen, dass ich mich ein bisschen anders anhöre. Weil ich kann nicht genau die gleichen Vorkehrungen an meinem Computer hier treffen wie an dem anderen. Also ich kann nicht genau die gleichen Einstellungen machen, weil ich die ganzen Einstellungen gar nicht auswendig kenne tatsächlich. Ja. Nee, kann ich nicht. Ah, doch, kann ich. Und dann kann ich das Popcorn hier noch mit. Hier den Stein dann nachher auch noch. Maybe jetzt. Ja. Aber das Schild können wir nicht diesmal. Okay. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt und wissen wollt, um was es hier geht, haut sie euch an. Ich weiß es nicht, ob sich das lohnt, aber man kann ja mal. Und hier sind wieder die Sachen, die wir eingesammelt haben. Cool. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Es ist so extrem warm. Ihr müsst auch was trinken, Leute. Bei Hitze immer trinken. Und wir sind wieder zurück. 999 unter der Erde. Genau. Oder falls ihr die letzte Folge einfach nicht gesehen habt, wir switchen immer zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her. Egal. So viel wie zu meiner traurigen Geschichte. BK, hast du Coyote nicht zu sagen? Yep. Gemüse stinkt. Yep. LL. Ich meine, jetzt eine Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Schmeckt dir etwa Gemüse? Ah. Vielleicht stinkt es ja wirklich. Mein schleckere Moschen hat nach Süße verlangt. Deshalb habe ich mir einen Donut bei euch bestellt. Siehst du, Mira, warum sollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich diesem erbärmlich gemüsefressenden Kojoten einen Donut gebracht habe? Du hast sein Geschäft ruiniert. Zweimal. Und hör auf zu sagen, dass du Donuts bringst. Was genau glaubst du, sind Donuts? Wer kann das schon sagen?
Genau, wer kann das schon sagen? Roma kapiert's. Was ist ein Donut ohne Loch? Wow, sehr gute Frage. Wir sollten wirklich aufhören, so lange wie möglich darüber nachzudenken. Ein Donut ohne Loch ist immer noch ein Donut. Weiß ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Donut ohne Loch immer noch ein Donut ist. Aber, ey, jedem das Seine. Ich will ja gar nichts Falsches sagen. Ja, wie Krapfen, Berliner und Co. Und Quarkbällchen. Stimmt, die haben auch keine Löcher. Tja, ein Bällchen mit Loch wäre wohl auch kein Bällchen mehr, oder? Boah, das geht mega tief. Das ist sehr deep. Das ist deep philosophisch. Ey, dieses ganze Game ist so joking und ich liebe es. Wechsel nicht das Thema, BK. Niki, Roma, ihr zwei seid gerade nach Hobber Springs gezogen, stimmt's? Ja, wir sind jetzt im Ruhestand und beobachten Häschen. Häschen im Herzen sind wir, Niki und ich. Verheiratet seit 40 Jahren. Hast du auch einen Donut bestellt? Roma hatte ein neues Telefon. Also haben wir zur Feier des Tages Donuts bestellt. Sag mal, hört doch auf, Donuts zu essen, Mensch. Oh, das ist ganz schlimm, wenn die ganze Zeit über Donuts reden. Ich mag Donuts auch. Und ich bin gerade in der 90 Tage. Nennt man das Challenge? Keine Ahnung. Also ich mache komplette Diät. Also ich esse einfach gar nichts mehr. Nein, ich esse auf jeden Fall sehr, sehr viel weniger. Und bis jetzt klappt das auch ganz gut. Ich habe jetzt mittlerweile, ich vermute mal, ich habe mich jetzt seit einer Woche nicht mehr gewogen. Aber vor einer Woche habe ich schon 8 Kilo abgenommen. Das war mega, mega, mega strong einfach. Oh, ich habe eine Karotte. Ich möchte die dem Hasen geben. Ich kann jetzt aber nichts mehr essen. Oh, kann es vielleicht sein? Strong. Das Game ist cool. Was ist mit dem Hasen? Der will das nicht. Ach doch! Aber die müssen beide davon essen, damit die Karotte weggeht. Okay, okay. Oh. Oh. Was passiert? Wo ist das Loch größer geworden? Wie der Dreckhaufen einfach runterfällt, als wäre es so ein Block. Genial. Das Game ist schön zur Entspannung. Das gab's für eine Zeit lang kostenlos auf Steam tatsächlich. Also halt, da gab's einen kostenlosen Steam-Key zu. Dachte ich mir, ja, holst du dir. Ist doch schön. Warum nicht? Das passt, das passt, das passt, das. Nein, und dann jetzt passt das. Ja. Der Hase noch. Okay, wieder eine Animation. Oh. Jetzt schießt es die Hasen wieder raus. Ah ja, und das Haus explodiert auch. Das ist wichtig. Häuser müssen explodieren. Leute, apropos Explosion. Weird, dass der Thema wechselt. Ich habe es geschafft, nach ich weiß nicht wie langer Zeit endlich mal Marvel anzuschauen. Ich habe die chronologisch angeschaut. Captain America, The First Avenger bis Endgame einfach durch. Zum ersten Mal in meinem Leben. Stronge Filme. Klar, ich schaue DC. Ich schaue Flash. Ich schaue Arrow. Ich schaue Supergirl. Ich schaue Legends of Tomorrow. Ich habe angefangen mit Black Lightning. Aber Marvel ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss anonym bleiben. Die ganzen Marvel-Fans hassen mich, dass sie gehört haben, dass ich jetzt noch DC gucke. Es ist wirklich süß. Genau. Nacht und Tag sind der Liebe geweiht. Ach ja, wie wunderbar. Das ist jetzt echt krass. Du bist krass. Nein, ich bin nicht krass. Du liebst Müll. Du liebst auch Müll. Jeder hier liebt Müll. Warum sonst würdet ihr hier alles zumüllen? Ist jedes Zuhause Müll für dich? Ich bin gerade gegen meine Kamera gekommen, aber das ist ja egal. Ja? Sag das ja nicht über meinen Wohnwagen. Ja, leg dich bloß nicht mit Pepper an. Yeah. Was ist mit meinem Wohnwagen passiert?
Naja, nachdem Salt und ich uns getrennt hatten, ging ich in den Joshua Tree Park, um etwas Ruhe zu finden. Ich habe auch meinen Laptop mitgebracht, um mir Vogelvideos anzusehen. Ah ja. Okay, und hier sind wir also. Hier ist wieder Popcorn. Was? Wir haben auf jeden Fall wieder Feuer. Und der Vogel hat Popcorn. Ist uns scheinbar beim letzten Mal einer entkommen. War das das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Wir sind sowieso, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wieder beim letzten Ding angekommen. So da rein? Ja. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was das ist. Oh, Feuer. Was wirft denn der mir da die ganze Zeit rein, Mensch? Ach, ist das Kohle und dadurch macht Feuer. Ich kann einfach alles mal ab, was man abbrennen kann. Wird schon seinen Sinn haben. Oh, der Wohnwagen brennt auch. Das ist jetzt nicht so gut. Egal, nicht mein Wohnwagen. Unangenehm. Nee, Bäume gehen noch nicht. Da und der Wohnwagen selber, ja. Ah, hier noch. Ah, da liegt noch ein Stein. Nö, irgendwas scheint noch zu fehlen. Ah, der Baum da hinten brennt nicht richtig. I see. Da sind die Dinger noch nicht abgefallen. Ja, jetzt. Die Bäume einfach komplett verwurzelt sind. Krass. So, kann man die Bäume überhaupt mitnehmen? Fragezeichen. Ja. Aber halt als letztes. Und den Vogel auch. Natürlich. Da kam gerade Feuer raus, obwohl das Loch geschlossen war. Ich muss ganz kurz gucken, wie lange die Aufnahme geht. Nee, wir können sogar noch einen machen. Ich habe keine zwei Monitore, es tut mir leid. Ich muss jetzt immer mal wieder kurz zwischendurch pausieren. So, wir können wieder Trashopia anschauen. Schön, was wir alles freigeschalten haben. Und weiter geht's. Und ich trinke nochmal was. 999 Meter unter der Erde. Mal eine Frage. Hast du diese Joshua-Bäume nicht gerettet, weil du die ganze Zeit Vogelvideos angesehen hast? Nun, ich... Die sind hunderte von Jahren alt. Mega alt. Aber... Du und dein Bruder, ihr habt echt Probleme. Gib's zu. Nein, ich habe mir diesmal kein Vogelkram angesehen, okay? Was hast du dann gemacht, Pepper? Ich habe eine E-Mail geschrieben. An einen Vogel? Nein, du Müllschnüffler. An meinen Bruder Salt. Wie bitte? Ich habe eine Entschuldigung geschrieben. Ich hätte deine Lavalampe nicht kaputt machen sollen. Und die Lava hätte ich schon mal gar nicht essen sollen. Ah ja. Okay, ich esse das auch immer zum Frühstück. Immerhin bin ich nicht der Einzige. Lasst jetzt ein Like da, wenn ihr das auch immer zum Frühstück esst. Das war nicht in Ordnung von mir. Pep, alles gut. Die Lava ist der beste Teil. Lel. So, habe ich streitende Brüder wieder vereinigt. Die Schlangenprobleme eines Beamten gelöst. Einem Kind das Geschenk des Fliegens gebracht. Ich bin ein Held. Hey du, Haartyp. Mosel? Okay. Ja. Was machst du so? Ich verkaufe Sprengstoff. Wow, süß. Ich meine, das klingt gefährlich. Besorgte Bürger würden sich wahrscheinlich freuen, deinen Feuerwerkstand in die Luft gehen zu sehen. Aus Sicherheitsgründen. Nein, nein. Ich führe meine Geschäfte völlig legal. In Donut County bin ich wohl der mit den meisten Genehmigungen. Das Spielen mit Feuerwerk ist sicherer als Autofahren. Weiß ich jetzt nicht, aber ich bin ja auch sehr feuerwerksfanatisch. Und sitze seit 2 Jahren jedes Silvester heulend in der Ecke. Kann ich nur. Ich kann das sogar essen. Cool.
Aber wenn ich da hingehe, dann geht hier dieses Flammending runter und zündet die Rakete. Schießt das jetzt aus mir raus? Cool. Bin mir sicher, dass das wird für irgendein Rätsel, was heißt für ein Rätsel, es wird für irgendeine Stelle wichtig sein. Buggy? Ah, okay, es muss oben. Hier? Nö, es fliegt einfach durch. Ah! Die Vögel reagieren da drauf, glaube ich. Nicht unten drunter. Ah ja, da sind auch Schatten. Ja, die Vögel reagieren auf... Ja, macht ja auch Sinn, dass sie da drauf reagieren. Seht ihr das auch als Vogel? Wieder immer schön unter den Schatten. Nö, scheint nicht zu funktionieren. Wobei doch, es ist was... Lass uns nochmal probieren, vielleicht braucht er mehr Schüsse, weil es hat sich ein bisschen der Stein gelöst. Ja, ich glaube noch ein. Alle guten Dinge sind vier, ich meine drei. Der war unlustig, der war sehr unlustig. Und... Okay, das ist jetzt der letzte für heute. Dann ist halt heute die Folge vermutlich mal ein bisschen länger. Woher kommt schon wieder das ganze Popcorn? Oh, 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 unangenehm. Boah. Wie cool. Und er schläft einfach. Okay, aber an der Stelle würde ich sagen, wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao, Leute.